Wir sind wieder da mit einer Sondersendung Fußball-News am 26.03.2020. Chris Custodian, bist du fit? Ich bin fit, nicht krank, natürlich in Quarantäne, sehr vorbildlich. Mein Einkaufsverhalten ist auch den Umständen entsprechend angepasst. Ich hoffe, bei euch da draußen genauso. Dementsprechend viel am Filme und Serien schauen. Oh ja, ich habe gestern mit einer neuen angefangen und zwar mit The Boys Are Back oder so ähnlich, so, wo es um Superhelden geht. Das ist aber erst ab 18. Ich habe Tschernobyl tatsächlich gestern fertig geschaut. Oh ja, oh, sehr, sehr gut, auch zu empfehlen. Gut, aber hier geht es um Fußball und hier die aktuellen News und die Struktur unserer Sendung kurz im Überblick. Die Bundesliga pausiert ja bis 30. April mindestens. Die EM wurde schon auf 2021 verschoben, genauso wie Olympia übrigens jetzt auch. Ja. Die finanziellen Probleme der Vereine werden immer deutlicher, wenn diese spielfreie Zeit anhält. Darauf gehen wir ein. Außerdem werfen wir einen Blick auf die erkrankten Fußballprofis und einen kurzen Blick auf die einzige europäische Liga, in der noch gespielt wird, in Weißrusslands Premier League. Und es geht los mit Christian Dorsten, den sieht man ja in letzter Zeit sehr häufig in den Medien. Der ist Virologe am Charité-Krankenhaus in Berlin und er hat gesagt, es wäre eigentlich unverantwortlich, dass man überhaupt in diesem Jahr nochmal Fußballstadien füllt. Ja, also es sieht nicht sehr gut aus, aber es gibt in diesen Tagen leider wichtigere Dinge, als ins Fußballstadion zu gehen. Und ja, da kann man jetzt spekulieren, wann das sich wieder ändert. Zumindest bis 30. April, dass dann wieder gespielt wird, ist vielleicht nicht unbedingt realistisch. Ja, selbst wenn am 30. April der Ball wieder rollen würde, dann gibt es ja die Option, ohne Zuschauer zu spielen, um Ansteckungsgefahr gering zu halten. Allerdings ist es auch da ein bisschen grenzwertig, weil was ist, wenn jetzt von dem einen Team zum Beispiel noch Leute an Corona erkrankt sind und in Quarantäne sein müssen? Die Spieler können nicht trainieren, Vereine haben Wettbewerbsnachteile, also sehr, 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 sehr schwieriges Thema. Mhm. Deshalb glaube ich auch nicht so richtig dran, dass es am 1. Mai schon wieder weitergeht. Ich denke, vielleicht helfen uns die Sommermonate ein bisschen. Vielleicht rollt der Ball auch gar nicht mehr in dieser Saison. Wer weiß das so genau. Aber wie du gerade schon gezeigt hattest, gibt es einen ganz guten Solidaritätsbeitrag der großen Vereine, Radek. Mhm. Ich wollte auch noch kurz dazu sagen, das ist ja echt wirklich eine Wettbewerbsverzerrung. Wenn jetzt wieder gespielt wird vor leeren Stadien, dann gab es ja in der Vorrunde die normalen Spiele vor Publikum und da sind dann irgendwie ungleiche Voraussetzungen. Wenn die Mannschaften, die gerade stark waren vor Publikum, jetzt nicht mehr so stark sind, haben die das als Ausrede und so weiter. Macht Sinn, die Liga einfach abzubrechen, wie sie es in der DL gemacht haben? Postet gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, was euch am liebsten wäre. Natürlich wollen wir alle, dass gespielt wird, aber wenn es halt nicht geht, macht es Sinn, vor leeren Stadien zu spielen? Naja, da habe ich jetzt auch noch keine Patentlösung, aber im Endeffekt muss man einfach schauen, wie es kommt. Ja, wir haben schon gesagt, finanzielle Probleme bei einigen Fußballclubs, wahrscheinlich bei allen früher oder später, je nachdem, wie dick denn das Festgeldkonto der einzelnen Vereine ist. Und in der Zeit setzen jetzt die vier Champions League-Teilnehmer Bayern, Dortmund, Leverkusen und Leipzig ein Zeichen. Sie haben auf ihre Gelder, die ihnen von der DFL zustehen würden, aus dem TV-Vertrag. Das wären von den insgesamt 48 Millionen Rücklagen, würden 12 Millionen auf die vier Top-Vereine entfallen. Auf das Geld verzichten sie und spenden selber noch 7,5 Millionen, sodass sie 20 Millionen insgesamt der DFL zur Verfügung stellen. Und das Geld kann die DFL jetzt den Vereinen dann zugutekommen lassen, die finanzielle Schwierigkeiten bekommen. Also hier eine Solidarität und viele Profis haben ja auch schon aufs Gehalt verzichtet. Ich denke, das ist eine feine Geste, aber irgendwo auch das Mindeste, wenn man sieht, wie viel die verdienen. Aber mei, das ist eine persönliche Sache von jedem. Ja. Das wäre auch populistisch, da jetzt das zu fordern. Und naja. Ja. Ja, aber ist auch gerade auch im amerikanischen Sport relativ groß. Freut mich, dass es auch in der Fußball-Bundesliga reingekommen ist. Klar, gerade die Menschen, die von den wöchentlichen Spieltagen leben, Servus,
die brauchen auch Unterstützung. Und wenn da der ein oder andere Profi seinen Beitrag für die eigenen Leute bringt, für den eigenen Verein, finde ich gar nicht verkehrt. Glaube ich, würde jeder von uns auch in kleineren Umkreis machen. Also sei es jetzt der Verein um die Ecke, dem es mal schlecht geht, dem gibst du auch letztendlich vielleicht mal 100 oder 200 Euro. Und dementsprechend finde ich das cool, wenn auch Fußballprofis ein paar Prozente ihres Gehaltes jetzt in dieser Zeit an die Funktionäre bzw. die Angestellten vom Verein geben oder eben was da drumherum gerade so unter den Teppich fällt. Also coole Aktion. Mhm. Und was du schon angesprochen hast, das überspringen wir kurz, ist ja so ein Salary Cap, den hat ja Martin Kind, der Vorstand von Hannover 96, im Doppelpass auf Sport 1 vorgeschlagen, wie in der NBA, einfach die Gehaltsobergrenze einzuführen, dass ein Team eine gewisse Summe zur Verfügung hat. Du bist da mehr drin im amerikanischen Sport. Wie sieht es da aus und wie kann man das auf die Bundesliga ummünzen? Ja, sehr interessanter Gedankengang auf jeden Fall. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Also jetzt in der NBA, der Salary Cap, sagen wir mal, du hast 100 Millionen zur Verfügung. Du musst mit diesen 100 Millionen mindestens 12 Spieler anstellen oder maximal 15. Und dementsprechend, je höher die Gehälter sind, desto weniger hast du natürlich für den restlichen Kader. Das Klassische, was eigentlich jeder von uns vielleicht auch bei diesen Kicker-Manager-Spielen macht oder Sport1-Manager-Spielen oder was es da noch für Spiele gibt, du hast 50 Millionen Euro und kannst dafür so und so viele Spieler verpflichten. Die etwas schwächeren kosten natürlich weniger. Dann musst du halt überlegen, wo du das Geld verteilst. Die Idee ist relativ cool, finde ich. Die Praxis sehe ich das in Deutschland nicht, einfach aus mehreren Gründen. Zum einen, wenn du jetzt sagst, der Salary Cap liegt bei 50 Millionen Euro. Nehmen wir das mal. Bayern München wird bis zu 50 Millionen natürlich das ausreizen können, aber Freiburg, die werden ja trotzdem nicht mal auf 20 oder so kommen, egal was sie wollen. Ich kenne jetzt die Gehälter natürlich alle nicht, aber so ist, glaube ich, klar, was ich gemeint habe. Selbst wenn es eine Obergrenze gibt, die kleineren Vereine kommen gar nicht dahinter oder da dran. Und noch ein großer Unterschied zu den amerikanischen Ligen, dort gibt es keinen Auf- und Abstieg. Das heißt, wenn jetzt ein Team schlecht spielt, die sind in den nächsten Jahren immer noch in der NHL, NBA. Wenn ein Team in Deutschland, in der Bundesliga schlecht spielt, dann verlieren die Arbeitsplätze, steigen ab und müssen eventuell komplett alles neu aufbauen. Dementsprechend, wenn es dir jetzt schlecht geht als finanzstarker Verein, willst du auch nicht auf die Option verzichten, jetzt nochmal dir einen teuren Spieler dazu zu holen. Also in Deutschland gibt es bestimmt fairere Möglichkeiten. Allerdings macht das ja auch ein bisschen die Bundesliga aus oder der Fußball in Europa generell, dass es nicht nur den Kampf um die Meisterschaft geht, sondern um die internationalen Plätze. Selbst Nicht-Abstieg ist für viele Teams eine richtige Meisterschaft und sowas gibt es in Amerika nicht. Deshalb kannst du diese beiden Systeme nicht miteinander vergleichen und anwenden. Mhm. Sehr schön erklärt und auch echt gute Punkte in dem Zusammenhang. Was man allerdings vielleicht andenken könnte, ist auf jeden Fall, was ja auch immer im Raum steht, weil die Summen auch wirklich für Transfer und für Gehälter extrem krank geworden sind, dass man da auf jeden Fall auch in dem Zuge eine Bremse reinhaut. Und da gibt es ein aktuelles Thema, das ich auch vorweggreifen will, dass ja Manchester City eine Sperre für die Champions League bekommen hat und natürlich dagegen vorgehen will. Aber jetzt haben sich 8 von 10 englischen Top-Clubs, also 8 der 10 erstplatzierten Teams aktuell, zusammengetan und über eine gemeinsame Anwaltskanzlei eine Klage eingereicht, dass quasi wiederum die Gegenklage von Manchester City anfechtet und dass diese Sperre aufrechterhalten bleibt. Denn durch diese finanziellen Machenschaften des Großinvestors hat City sich ja über Jahre hinweg einen Vorteil verschafft und dadurch mehr oder weniger sich einen Champions League-Platz auch gekauft. Und das Geld, das über die Champions League dann an City geflossen ist, das fehlt dann natürlich den Teams dahinter, die knapp gescheitert sind. Und genau die sagen natürlich jetzt, das wäre unverschämt, wenn man diese Sperre wieder aufheben würde, weil hier Manchester City noch ein bisschen UEFA oder wem auch immer irgendwelche guten Argumente liefert. Ja, aber das ist ja
eh schon verrückt. Also du, ich finde, die Meldung hat mich sehr verwundert, dich auch. Also wir haben es, glaube ich, in einem Bundesliga-Spieltag dann kurz davor gehört, dass Man City ausgeschlossen wird für die nächsten 2 Jahre. Und dann denkst du dir halt, die kommen hundertprozentig trotzdem wieder ran in der Champions League, allein weil es irgendeine Strafzahlung geben wird und die zahlen sie halt dann und dann sind sie wieder drin. Aber das ist ja eh Ironie pur oder das führt das ganze System absurdum. Du hältst das Financial Fairplay nicht ein, wirst gesperrt für 2 Jahre und dann bedeutet das ja, du hast schon viel zu viel Geld, mit viel zu viel mehr Geld kannst du dich dann da wieder freikaufen. Mhm. Macht keinen Sinn, weil diese Geldstrafe nicht wirklich wehtut. Von daher, ich hoffe, es wird mal ein Zeichen gesetzt und zusätzlich zu diesem Zeichen glaube ich, dass die aktuelle Situation, und da möchte ich auch den Uli Hoeneß zitieren, dazu führen wird, dass die Marktwerte der Spieler nicht mehr so, oder vielleicht Marktwerte schon so hoch sein werden, aber die Transfersummen deutlich nach unten angepasst werden. Und das ist auch irgendwo verständlich, denn den Clubs fehlen jetzt wirklich zig Millionen an Einnahmen von Heimspielen, von potenziellen Titeln, von Sponsoren-Deals, die vielleicht kommen, wenn du das Halbfinale in der Champions League erreichst, etc. Also irgendwo müssen sie das Geld sparen und aktuell ist, glaube ich, das Leichteste zu sagen, ein Spieler, der vorher 100 Millionen gekostet hat, was immens viel zu viel ist, kostet jetzt nur noch die Hälfte, also Angebot, Nachfrage etc. Aber ja. Mhm. Apropos 100 Millionen, soll angeblich er hier wert sein, Kai Havertz, aber egal ob er jetzt 150 oder nur 20 Millionen wert ist, was ja jeder von uns mal so locker aus dem Ärmel schütteln könnte, so einen Kai Havertz hier bei uns als Redaktionspraktikanten anzustellen, wäre natürlich auch ganz lässig. Aber egal wie viel er wert ist, sagt er will ja eigentlich nicht unbedingt zu Bayern. Gerüchteweise berichten manche Medien, sie haben gehört, dass ihm die Ellenbogengesellschaft beim FC Bayern nicht so ganz taugen würde. Jetzt ist meine Frage, würdet ihr glauben, dass Havertz sich bei Bayern auch durchsetzen würde überhaupt? Man hat ja schon viele Fälle gehabt, sei es ein Götze, ein Podolski, die mit riesigen Vorschusslorbeeren zu Bayern gekommen sind, um dann da einfach von der Bank aus zuschauen. Für wen soll er auch überhaupt spielen? Also Bayern ist ja in der Offensive relativ gut aufgestellt. Und dann wird halt gesagt, ja, er wird ja auch mit Barcelona und Liverpool in Verbindung gebracht. Und dann ist die Frage, ob die Ellenbogengesellschaft bei Barcelona und bei Liverpool denn eine andere ist, ob da alles immer eitel Sonnenschein ist. Da hast du natürlich eine Meinung dazu, weil Klopp ja einer ist, der wahrscheinlich auch den 22. Spieler noch irgendwie mit ins Boot holt, könnte man sich vorstellen. Das ist auf jeden Fall ein Argument für Liverpool dann. Ja, also erstens mal stellt sich ja auch die Frage, buhlen denn diese Vereine um Havertz? Das ist ja auch interessant, vor allem jetzt, da sich vieles ändern wird. Aber Klopp geht natürlich anders mit seinen Spielern um, das steht außer Frage. Ich glaube, der Flick ist in der gleichen Richtung schon. Aber wer weiß, ob er nächstes Jahr noch Trainer bei Bayern ist. Und wenn ich jetzt einfach mal das Argument nehme, warum ein Havertz vielleicht nicht zu Bayern sollte, dann liegt es vielleicht auch an unseren Medien und der Berichterstattung und der Druck, der auf diese Spieler kommt. Es gibt viele deutsche Starspieler, die sich bei Bayern nicht durchsetzen konnten. Das hat dann ihre Karriere wirklich geschadet, muss man sagen. Götze ist jetzt da so ein Beispiel. Und vielleicht ist der Sprung zu Bayern jetzt für den Havertz noch zu früh. Während er zum Beispiel zu Barcelona oder Liverpool, wenn wir die beiden nehmen, wenn er da hingehen würde, wenn er von der Bank kommt, ist ja okay. Bei Bayern wird er wahrscheinlich jede Woche sich anhören müssen über die Medien, dass er gescheitert ist, ob es nicht ein Fehler war, während er bei so einem Team wie Liverpool oder vielleicht ein ausländisches Team an sich besser aufgebaut werden könnte, um in den nächsten Level zu kommen. Und ich glaube, es gibt ja einige Spieler bei Liverpool, die 1-2 Jahre Anlauf gebraucht haben, wo man auch nicht unbedingt damit gerechnet hätte. Oder auch bei Man City und Sané oder so. Bei Hotspurs, auch ein Ex-Leverkusener Spieler, helf mir schnell den Namen, Son Min? Min Son, der ist bei Tottenham. Genau, gibt es ein paar Beispiele, die sich mit dem Schritt leichter getan haben. Also von daher, wenn man die Chance hat, ins Ausland zu gehen und darauf Bock hat, sollte man es ja eh machen. Und vielleicht ist Bayern zu einem späteren
Zeitpunkt als wirklich sehr, sehr gestandener Spieler die bessere Idee, wenn er da mal hin möchte. Ja, also Kai Havertz, wenn du einen neuen Berater brauchst, da drüben sitzt er, also kann man nur nicken zustimmen und ich bin ja sonst eher gegen dich. Das stimmt, ich weiß gar nicht, diese... Wahrscheinlich diese Quarantäne tut mir nicht gut, zusammen. Da bin ich froh über jedes Gespräch, das ich führen kann. Da will ich gar nicht streiten. Aber so hat er alles seine Vorteile, auch in der dunkelsten Zeit. Also wir haben schon gesagt, dass auch die Corona-Krise dafür sorgt, dass dann die Bundesliga virtuell auch vielleicht weitergeführt wird. E-Sports eh ein großes Thema. Sogar der große FC Bayern hat nach langen Widerständen dann irgendwann eine E-Sports-Mannschaft eingeführt. Und jetzt soll halt auch zu einem guten Zweck hier online gespielt werden. Manche immer Zweierteams und manche Profis haben sich da auch schon bereit erklärt mitzumachen. Ich glaube, Maxi Eggestein wird bei Werder Bremen antreten und noch ein paar andere. Und die Spiele kommen dann sogar im Livestream auf YouTube oder vielleicht sogar im Fernsehen. Auf YouTube 15:30 Uhr, ein Zocker quasi zusammen mit einem Fußballprofi. Der FC Bayern München wird als einziger Bundesliga-Verein nicht dabei sein. Grund ist wahrscheinlich, dass FIFA gespielt wird und Bayern mit Konami einen Exklusivvertrag hat. Deshalb ist der FC Hollywood in dem Spiel nicht dabei, aber es ist ja eher ein Spaßspiel. Mhm. Und wem 15:30 Uhr am Samstag langweilig ist, der könnte da mal reinschauen. Ich bin mal gespannt, wie die das aufziehen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn sie es mit, wenn sie die Gesichter der Spieler auch projizieren, die dann so ein bisschen vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern, was sie gerade so machen, was so abgeht, dann könnte das wirklich Mehrwert haben. Und weil ich persönlich würde mir jetzt kein FIFA-Spiel anschauen, ehrlich gesagt, aber wenn du die Reden hörst, ist das bestimmt eine spannende Geschichte. Finde ich nämlich auch immer bei The Zone sehr, sehr cool, dass da Ex-Spieler als Experten dabei sind, wenn du Benny Laut dann von der Premier League erzählen hörst oder ein Vermezelder, Mertesacker, oder Lukas Podolski, finde ich immer ganz angenehm, wenn während bei Sky Leute, ja nur irgendwelche No-Names wie Lothar Matthäus und Michi Ballack zu Wort kommen. Ja, aber die sind dann auch wirklich schon geschult. Also bei The Zone, was ich jetzt meine, die sind ja wirklich vom Bolzplatz sozusagen kommen die. Nicht so ein Lothar Matthäus ist ja schon jetzt eine Mediengestalt seit zig Jahren und klar. Du weißt doch, was ich hinaus will. Mhm. Ich erinnere mich auch immer gern an unsere alten Duelle. Wir haben dann auch eher das Spiel des FC Bayern immer gegeneinander gespielt und nicht dieses FIFA. Und da gab es großartige Duelle. Ich hatte mir sogar eine neue PlayStation 4 gekauft, weil ich mir gedacht habe, wir könnten ja mal auch unsere Duelle dann übers Internet ausführen und streamen. Wenn ihr sagt, unbedingt, dann postet es in die Kommentare. Ansonsten, ja, ist auch nicht so tragisch, wenn wir es nicht machen. Gibt da auch noch genug andere Sachen zu tun, neben Computerspielen. Aber eine Möglichkeit hier für Unterhaltung auf jeden Fall zu sorgen, wie du gesagt hast, mit bisschen Hintergrundberichterstattung. Ach ja, genau. Und dann kommen wir zu den Profis, die am Coronavirus leiden. Gerade reingekommen die Nachricht, dass auch angeblich Max Kruse sich infiziert hat. Das wurde noch nicht von ihm oder von seinem Verein Fenerbahce bestätigt, also ist das hier noch ein Gerücht, das sich hoffentlich vielleicht nicht bestätigt. Sicher hingegen der ehemalige Bayern-Keeper Pepe Reina, der aktuell bei Aston Villa spielt, ausgeliehen ist von Milan. Er sagt, das ist wirklich extrem hart. Er hatte so echt Atembeschwerden und da gibt es ja dann auch andere Profis, die darüber berichtet haben. Und das wurde dann in den sozialen Medien auch teilweise ins Lächerliche gezogen, dass diese Leute ja noch nie eine Grippe hatten und so. Aber ich denke, das zeigt schon, wenn halt auch diese Sportler echt damit zu kämpfen haben, dann ist das nichts, was jetzt die Leute, die auf Corona-Partys gehen oder so oder getan haben, dass die dagegen immun sind. Und naja, dass es halt auch wirklich hart ist, zeigt der Fall in Valencia. Hier sind 35% des Teams mit dem Coronavirus infiziert. Man führt das darauf zurück, dass die eine extrem ungünstige Reiseroute ihrer Spiele hatten. Denn Valencia hat hier
Am 19.02. in Bergamo gespielt, in Italien, und da ist ja so einer der Hotspots des Virus. Dann haben sie am 6.03. in Vitoria bei Deportivo Alaves in Spanien gespielt, auswärts. Das ist auch so ein Hotspot. Italien und Spanien sind ja die beiden am stärksten betroffenen Länder. Und dann haben sie auch noch im Rückspiel gegen Bergamo gespielt, da waren die wieder zu Gast. Und jetzt ist bei Valencia natürlich extrem Quarantäne und wir wünschen denen natürlich das Beste. Positive Nachricht hingegen noch, der erste infizierte Deutsche, Profi von Hannover 96, Timo Hübner, ist wieder gesund. Er hatte sich am 11. März, wurde positiv getestet, jetzt am 25. März, also zwei Wochen danach, gilt er als wieder gesund. Hat das gut überstanden und ja, hoffentlich geht es vielen, vielen anderen auch noch so. Meine letzte Frage jetzt an dich, ohne Begründung, wann oder maximal ein Satz, wann glaubst du, geht die Bundesliga weiter? September. Ich glaube, die Bundesliga geht im September weiter, um das als Satz zu formulieren. Aber wo noch gespielt wird, das ist in Weißrussland. Das liegt daran, dass in Weißrussland der einzige Staat in Europa ist, der aktuell noch einen Diktator hat, und dieser ist auch der Leiter des Sportverbandes, und ja, weiß nicht, ob das damit zu erklären ist, oder die haben da anscheinend es nicht für nötig befunden, die Liga zu stoppen, beziehungsweise haben sogar erst nach Beginn dieser Corona-Krise gestartet. Und wenn ihr sagt, ihr müsst unbedingt wetten in dieser Zeit. Man kann sich auch mal zusammenreißen. Aber wenn ihr wirklich da irgendwas sucht, dann findet ihr auf Oddspedia hier auch die Quotenvergleiche zu diesen Spielen in der Liga. Und ich habe mich ja mit der weißrussischen Liga auch schon mal ein bisschen befasst, als es darum ging, meine Underpicker-Strategie zu entwickeln. Und da war die Taktik immer auf unter 1,5 Tore zu setzen. Und da ist Weißrussland eine Liga, in der grundsätzlich relativ wenig Tore fallen. Und jetzt vielleicht, da die Leute keinen großen Kontakt dann auf dem Spielfeld vielleicht wollen, umso mehr. Aber das ist jetzt reine Spekulation. Wir kennen uns auch in der Liga nicht unbedingt aus, aber bei Oddspedia gibt es hier unten die Berechnungen vom Oddspedia-Algorithmus, und der schlägt in diesem Spiel zum Beispiel ein 1-0 für die Heimmannschaft vor. Die bisherigen Resultate in der weißrussischen Liga waren auch von 8 Spielen gegen, glaube ich, 4 1-0 aus. Also bestätigt eher so meine Theorie. Und es haben relativ oft die Außenseiter mit der höheren Quote gewonnen. Aber bisher nur 2 Spiele. Wir können auch hier nochmal kurz einen Blick auf die Tabelle werfen. Von daher kann sich jeder dann hier noch ein bisschen auf der Seite informieren. Ach, erst ein Spieltag. Und da hat relativ oft der Außenseiter gewonnen. Also ich glaube, es macht Sinn, nicht zu wetten. Mich würde auch aus anderer Seite mal interessieren, wenn wir mal einen Mitarbeiter von einer Wettfirma mal wieder vor die Linse bekommen. Hatten wir schon öfter, aber nicht per YouTube, sondern sonst wo. Wie es jetzt mit den kleineren Wetträumen, Wettbüros weitergeht oder Anbieter. Es gibt kaum noch Events. Das bedeutet, weniger werden wetten. Die Leute werden jetzt auch wegen Kurzarbeit etc. weniger Jobverlust, Jobsorge wahrscheinlich nicht mehr so viel Geld auf der hohen Kante haben. Aber Casino. Bet365, 1xBet und wie sie nicht alle heißen, haben wir trotzdem Mitarbeiter. Hoffentlich geht da keiner bankrott, und das heißt, dann kommt man vielleicht nicht mehr an sein eingezahltes Geld. Ja, also hamstern. Ich habe auch schon eine Auszahlung beantragt bei einem Wettanbieter. Ich habe es gelesen, war nicht so erfolgreich, aber das, glaube ich, ist ein anderes Kapitel. Ja, eben, das können wir wann anders thematisieren. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, und dann machen wir das gerne nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.